Die Politiker sorgen dafür, dass ich nicht mehr leben kann. Ja, und dann fragt man sich, wo ist die Würde geblieben? Also, wenn der Winter jetzt kommt, habe ich schon Angst, sehr große Angst. Und das ist nicht würdig und das darf nicht sein. Ich habe nur die Hoffnung in die Politiker, dass sie uns überleben lassen. In Deutschland wird im Schnitt rund 39 Jahre lang gearbeitet, bevor letztlich die Rente ruft. Der Ruhestand bedeutet dann eigentlich Entspannung, wenig Stress und Zeit für sich. Doch für viele gestaltet sich die Pension als ein finanzieller Kampf, selbst in einem reichen Land wie Deutschland. Laut dem Bundesfamilienministerium leiden etwa 25% der über 80-Jährigen in Deutschland unter Altersarmut. Arm ist, wer monatlich unter 1.167 Euro Nettoeinkommen hat. Die durchschnittliche Rente in Deutschland liegt derzeit bei rund 1.058 Euro. Inge Arians Engel ist von Altersarmut betroffen. Durch einen Autounfall wurde sie unverschuldet arbeitsunfähig und rutschte so vor 16 Jahren in eine Erwerbsminderung. Seit dem 1. Juli ist die 66-Jährige nun in Altersrente und erhält im Monat gerade einmal 820 Euro. Von diesen 820 Euro zahle ich 500 Miete plus Nebenkosten. Dann kommt die Zahnversicherung, die Sterbekasse habe ich, dann habe ich eine Hausrat-Haftpflichtversicherung. Dann habe ich ein Telefon. Das sind die Grundbedürfnisse, die ein Mensch in der Wohnung braucht, dass die 800 Euro weg sind. Erschwerend kamen in den vergangenen Monaten die Beitragserhöhungen für die Versicherungen hinzu. Die bevorstehenden kalten Monate und die steigenden Energiekosten bereiten der gelernten Erzieherin weitere Sorgen. Darum richtet sie einen eindringlichen Appell an die Bundesregierung. Ich bin nicht alleine. Viele Menschen da draußen stellen sich dieselbe Frage wie ich. Wie sollen wir bezahlen? Wir haben ein Recht auf Leben. Die Politiker sorgen dafür, dass ich nicht mehr leben kann. Und so geht es Millionen von Rentnern. Ich bin eine Kämpfernatur, ich kämpfe auch für mein Leben. Aber jetzt zwingen mich die Politiker in die Knie, dass ich nicht mehr leben kann. Um sich gerade noch über Wasser halten zu können, arbeitet Ingeborg Engel in einem Minijob. Als Kinderbetreuerin in einem Privathaushalt verdient sie sich den Maximalbetrag von 450 Euro im Monat hinzu. Doch auch hier ein weiterer Niederschlag. Weil die Familie, welche Frau Engel anstellt, auswandert, verliert sie ihren Job. Eine Katastrophe für die Rentnerin. Also es ist so weit, dass ich mich mittlerweile so ernähre, dass ich nur, ich gebe ein Beispiel, ich esse zum Beispiel, wenn es drauf ankommt, 5 Tage lang nur ein Brot mit Butter. Wenn ich einen Käse habe, tue ich da nur einen drauf. Und leiste mir mal Radieschen, die 65 Cent kosten. Das mache ich 5 Tage die Woche. Ich weiß nicht, was es heißt, noch irgendwie warm zu essen. Ich sehe mich schon teilweise unter der Brücke. Wenn ich das nicht mehr bezahlen kann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe 66 Jahre gekämpft. Jetzt brauche ich Hilfe und alle anderen Rentner auch. Wir können das nicht stemmen. Und genau diese Hilfe fand sie in München. Der Verein Lichtblick Seniorenhilfe bietet seit 2003 finanzielle Unterstützung für arme Rentner und Rentnerinnen, deren Mittel für das Nötigste nicht ausreichen. Aktuell sind es mehr als 20.000 in Deutschland. Alles finanziert durch Spendengelder. Jeliza Komljenovic, die hauptberuflich bei der Lichtblick Seniorenhilfe arbeitet, bekommt beinahe täglich Geschichten und Schicksale wie der von Frau Engel mit. Wir haben Rentner, die enorme Energiekosten-Nachzahlungen bekommen haben. Und da stehen sie einfach da und fragen sich, wie kann ich ja jetzt meine neuen Abschläge, die um über 100-124% erhöht sind, wie kann ich die jetzt jeden Monat stemmen? Wir haben früher Anfragen bei den Lebensmitteln alle 2-3 Monate gehabt. Jetzt teilweise fragen sie jeden Monat nach, weil sie einfach nichts mehr zum Essen haben. Und das ist nicht würdig und das darf nicht sein. Uns wurde sogar von Rentnern berichtet, die aufgrund der hohen Energiepreise ihre Speisen, wie etwa Nudeln oder Kartoffeln, roh und ungekocht essen. Für viele sei etwa die Priorität, dass Medikamente finanziert werden und zur Verfügung stünden.
Jelica Komljenovic fordert daher ein schnelles und gezieltes Handeln der Politik. Ich wünsche mir von der Politik, dass die Politiker mal diese Arbeit, die wir machen, nur einen Monat lang mitmachen und nur einen Monat von diesen Gehältern leben, die unsere Senioren zur Verfügung haben. Ich glaube, da würde man umdenken, würde man sagen, da muss man in der Rentenpolitik einiges ändern. Also wenn der Winter jetzt kommt, habe ich schon Angst, sehr große Angst, weil die Wohnung wird wieder kalt. Ich lege wieder Wolldecken am Boden aus, ich lege wieder Styroporplatten an die Wände aus, dass sich einigermaßen die Kälte abhält. Und vor allem, wer zahlt? Wer zahlt mir diese Kosten? Ich habe nur die Hoffnung in die Politiker, dass sie uns überleben lassen. Ich muss immer wieder sagen, die Politik ist jetzt verantwortlich dafür, ob die Rentner überleben oder nicht.